Jede Generation ist im Kleidungsstil, aber auch in der Musik von ihrer Zeit geprägt. Die Menschen hier in unserer Region, die jetzt 50 oder über 60 Jahre alt sind, haben das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat aktiv miterlebt. Sicher gab es da die Mangelwirtschaft, viele fühlten sich eingesperrt, aber feiern konnten die Kinder der DDR und es waren die Musikschaffenden, die tolle Songs veröffentlicht haben. Wenn man genau hingehört hat, gab es da auch versteckte Botschaften. Um genau diese Musik am Leben zu erhalten, gibt es hier Veranstalter, die in ihren Locations die Titel von City, den Pudis oder Karat spielen. Eine Party-Location, die es noch gar nicht so lange gibt, ist die direkt hinter dem Waldhaus in Ebersbrunn. Der Hasenwald, benannt nach seinem Betreiber Heiko Hase, bietet vielfältige Möglichkeiten, im kleinen Rahmen, aber auch ganz groß zu feiern. Am vergangenen Samstag hatte man hier zur Ossi-Party geladen. Es war das perfekte Wetter. Platz genommen hatten die ersten Gäste auf den Freisitzen. Zeit für uns einmal nachzufragen. Heute Ossi-Party im Hasenwald. Ihr seid zünftig gekleidet, aber eigentlich könnt ihr was damit anfangen mit diesen Uniformen. Ihr seid doch viel zu jung. Nee, sonst würden wir es ja nicht tragen. Also wir sind eine Gruppe, die die Sachen sammeln und uns auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Unsere Eltern, unsere Großeltern, so wie es war. Und das nach außen hin auch gerne repräsentieren wollen, dass es in Vergessenheit gerät sozusagen. Die Uniform von damals, wie sich so gekleidet wurde und so weiter. Ja, wir lieben alle Ostrock und deshalb sind wir heute hier. Zwischenzeitlich füllte sich das Gelände und es zog der Duft von frisch gegrillten Rostern durch den Hasenwald. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner hat sich eine junge Frau der Party-Location verschrieben und macht das mit ganz viel Herzblut. Das Wetter ist heute perfekt, die Leute sitzen noch draußen, essen noch was Leckeres vom Grill und wir freuen uns. Ich denke, es wird ganz, ganz toll heute. Wir haben es schon gesehen, einige kommen in Uniformen, Kittelschürze, also die Leute haben das Motto echt aufgegriffen. Ja, da freuen wir uns natürlich auch ganz sehr, weil es gibt ja wenige solche Motto-Partys auch in der Umgebung und bei uns wird es immer sehr, sehr gerne angenommen. Aber auch die jungen Leute sind gekommen und das ist eigentlich toll, dass sie diese Ostmusik auch noch leben oder das von ihren Eltern übernommen haben. Definitiv, ganz, ganz toll. Aber ich muss auch sagen, wir haben generell hier ganz oft sehr gemischtes Publikum, von jung bis alt, ganz, ganz, ganz liebe Gäste haben wir. Dann waren es die altbekannten, vertrauten Titel, die der DJ eigens für die Ossi-Party ausgesucht hatte. Also ich bin dort Matze, ne? Mein großer Name ist DJ Dax, ne? Ich bin heute also hier im Hasenwald zu Gast und wie gesagt, heute ist Ostrock und Ossi-Party angesagt und heute, wie gesagt, Karat, Pudis, bisschen neue deutsche Welle und also alles, was so in die guten alten Ostzeiten bis vor der Wende gespielt wurde, versuchen wir heute hier auf die Tanzfläche zu bringen. Du bist ja eigentlich viel jünger, du bist ja in einer anderen Zeit groß geworden. Ja. Magst du trotzdem diese Musik, die vielleicht deine Eltern gehört haben? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin 4 Jahre in der DDR aufgewachsen, aber die Musik ist zeitlos und die kommt auch immer wieder und die spiele ich auch. Ich sage, ich mache es jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre Musik als DJ, so richtig offiziell, aber die Musik ist zeitlos, die kommt immer wieder. Die kann man auch jederzeit wieder spielen. Es war ja so, dass mit der Wende eigentlich keiner mehr die Titel aus dem Osten hören wollte. Ne? Du hast gesagt, Karat, die Pudis. Aber dann war es wieder so, dass man sich erinnert hat. Und wie du schon sagst, ich glaube, die Leute sind angekommen. Es sind ja auch jüngere Leute, die heute hierher gekommen sind, die das mögen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich hier in die Runde gucke, also es ist auch mein Alter und jünger. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass die Musik für jeden Mann und jeden Manns Geschmack immer da ist. Und die wird auch nie enden, nie. Da kann kommen, wer will, welcher DJ auch immer. Die Musik ist zeitlos und die wird es immer geben, immer. Während sich die einen dann noch im Außenbereich der Party-Location vergnügten, begaben sich andere auf die Tanzfläche. Es waren letzten Samstag im Hasenwald vielleicht nicht die Massen, die gekommen waren, aber diejenigen, die da waren, sind geblieben und es herrschte eine tolle Atmosphäre. Dann bis zum nächsten Mal, wenn der Hasenwald wieder Party macht.